Hallöchen, ihr Prepper-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mr. Prepper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Wir sind mal wieder im Wald unterwegs. Denn wir können ja diese Kräutersammlerin treffen. Und wo die ist, weiß ich nicht. Nicht mehr zumindest. Das heißt, wir schauen uns hier einfach ein bisschen um im Wald heute. So oder so, Holz können wir immer brauchen. Muss ich mal schnell gucken. Wir haben ja hier nächste Kontrolle. 5.1. 12.18 Uhr. Okay. Also wir haben da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Oh mal. Hier haben wir noch so ein paar Blaubeeren. Die sind ganz gut. Baumstämme nehmen wir selbstverständlich auch mit. Und hier geht es dann weiter. Okay, gut. Er geht weiter. Naja, dann geht er halt weiter. Lassen wir ihn mal weitergehen. Hier finden wir auch noch genug. Nehmen. Ah, ist zu schwer, okay. Also mehr können wir schon nicht mehr mitnehmen. Was ist hier? Ist ein Hebel. Ein relativ einfacher Hebel. Und da steht jemand. Ah. Hoppla, ich habe mich nicht versteckt. Ich habe nur Beeren gepflückt. Bob, bist du okay? Huch. Eine Oma. Hallo, Butterblume. Ich wusste, du würdest kommen. Du siehst aus wie ein starker und fähiger junger Mann. Ach, die Pflanze heißt Bob. Alles klar. Ja, es ist ein bisschen her, seitdem ich jemand jung genannt hat. Und Sie sind? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Jenny. Ich bin diejenige, die dir den Brief geschickt hat. Entschuldige die Geheimhaltung, aber man kann heutzutage nie zu vorsichtig sein. Du kannst mich normalerweise hier um diese Uhrzeit antreffen. Ich bin eine Kräutersammlerin. Man könnte sagen, dein Kontakt für alles, was Pflanzen angeht. Man nennt mich Prepper. Schön, Sie kennenzulernen, gnädige Frau. Oh, nimm mich doch bitte einfach nur Jenny und lass uns auf den Punkt kommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe diese gemütliche Hütte im Wald, aber ich komme nicht zu ihr hin. In der Gegend ist die ganze Zeit ein sehr bösartiger Wolf. Ich habe alles versucht. Er ist nicht auf meinen Köder aus giftigen Kräutern in einer Wurst reingefallen. Könntest du ihn für mich beseitigen? Ein Wolf und eine Hütte im Wald? Brauche ich ein rotes Käppchen und einen Korb für diese Mission? Oh, du würdest in Rot lieblich aussehen. Aber ich bin nicht die Modepolizei. Hilf mir bitte, damit ich niemandem große Ohren und Zähne erklären muss. Im Gegenzug kannst du alle Materialien, welche noch in der Hütte übrig sind, haben. Ich muss sowieso wieder aufstocken. Und sobald ich meine Hütte fertig habe, könnten wir miteinander handeln. Sind wir im Geschäft? Ja, das sind wir. Ich werde mich um den Wolf kümmern. Hast du das gehört, Bob? Wir werden unsere Hütte wiederbekommen. Natürlich wirst du deine Hütte wiederbekommen. Werte Oma. So, jetzt schauen wir uns aber doch noch ein bisschen hier um. Ist das hier? Jagdclub. Alles, was die Wildnis um Murrayville zu bieten hat. Frisches Fleisch von verschiedensten Tieren, aus freier Wildbahn und ethisch korrekt geschossen. Und wenn, falls sie selbst jagen wollen, ich biete eine große Auswahl an Fallen und Ködern. Lavinia, ihre lokale Jägerin. Hm, ja, das ist spannend. Okay, okay, die haben wir jetzt freigeschaltet. Nice. Sehr gut. Gut, wir können, glaube ich, hier aktuell nicht mehr so viel machen, ne? Wir können ja Holz nicht mehr mitnehmen.
Dann würde ich sagen, gehen wir heim. Oh, da ist unser Geld. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Holz verarbeiten. Wir brauchen sowieso auch noch ein bisschen Glas, das nehmen wir auch mit. Gut, wir könnten uns... Also Metall klappt gerade nicht, ne? Aber wir könnten uns theoretisch mal einen Baseballschläger herstellen. Vielleicht können wir damit diesen Wolf erledigen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bezweifle das sehr stark. Aber gut, lieber habe ich einen Baseballschläger mal dabei, als gar nichts, ne? So... Ich guck nochmal bei Sergei. Hat der wirklich gar nichts mehr da? Er hat eine Holzpalette. Ach, Sergei. Ich kann ihm Holz verkaufen, ich kann ihm Stoff verkaufen, aber das ist nicht das, was er... Also ich muss irgendwie an Metall rankommen. Lass uns nochmal in den Wald schauen. Weil wir haben ja diesen Hebel gefunden. Den müssten wir hier einsetzen können, oder? Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus. So, einmal Hebel. Haben wir dabei. Das sieht doch gut aus. Ah, alles klar. Damit können wir jetzt in das Level 2, ins Level 2 des Waldes gehen. Das ist ja cool. Da ist nochmal die Meldung der Jägerin. Denke ich jetzt mal. Ich meine, wir können es nochmal... Wir lesen uns das mal nochmal durch. Ja. Ist dasselbe, ist nichts Neues. Gut, dann nehme ich mir mal hier. Ah, hier gibt's Traps, alles klar. Traps Area. Gut, nochmal ein bisschen Holz geholt. Dann können wir ja... Oh, habe ich einmal versehentlich das Holz nicht mitgenommen? Ich düdel. Naja, gut. Ist auch nicht so wild. Gut, ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Und dann bauen wir morgen an unseren Beeten weiter. Gut, essen, meine Lieben. Hunger, Hunger, Hunger. Ach, wir haben noch einen Haufen
Ach, wir haben so viele Blaubeeren. Pass auf, dann mache ich mir einen Blaubeersmoothie. Oder mehrere Blaubeersmoothies. 3 Stück können wir uns machen. Sehr cool. Die sollten uns eine Weile satt halten. Gut. Ich meine, vielleicht können wir hier ganz eng die Beete erstmal anpflanzen. 5 Stück brauchen wir. So. Jetzt können wir... Okay, da haben wir aber niemals Platz dafür. Niemals, niemals, niemals reicht uns das. Wir mal kurz umgucken. Hier haben wir nochmal einen normalen Köder. Vielleicht lohnt es sich... Also im Supermarkt gibt es ja gar nichts, ne? Nancy hat auch nichts, die kauft aber Sachen. Die Jägerin hat Köder da und kauft sämtliche Arten von Tiergeschichten. Was wir mal machen können, wir können... Ich hoffe, das ist nicht illegal, aber ich kann dann meine Beete mal hier reinschmeißen. Und die Samen. Ach, jetzt regnet's. Dabei wollte ich doch gerade in den Wald gehen. Ja, das wird jetzt nicht so viel ausmachen, oder? Wenn ich einfach in den Wald gehe. Auch wenn es regnet. Ja, hier ist wunderschönstes Wetter. Das ist ja super. Okay, wir reisen mal wieder zurück. Und schauen uns hier weiter um. Sieht irgendwie schon cool aus, finde ich. Ich frage mich gerade, wo wir hier weiterkommen. Jetzt hier noch keinen Weg gefunden. Ah, hier. Da. Ja, steht auch da, ne? Man könnte auch einfach... Oh, wir können vorspulen, das ist cool. Man könnte auch einfach mal die Schilder lesen, ne? Oh, ab hier wird's gefährlich. Do not cross. Warte mal. Ich nehme noch mit. Ja, do not cross. Das ist ja... Wir tun's trotzdem, natürlich. Ich vermute nur, ab hier sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen auf dem Weg. Oh. Hier gibt's Loot. Oh, sehr schön. Glas, exotischer Köder, Federn, Plastik. Nice. Nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Mein erster Kampf startet gleich.
Klicke auf den Wolf, um ihn anzugreifen. Halte die STRG-Taste gedrückt, um den Angriff des Wolfes zu blocken. Oder entferne dich vom Wolf, um auszuweichen. Benutze deinen Schläger im Kampf. Viel Glück. Aufs Maul! Auch du, grüne Neune. Okay. Aufs Maul! Noch mehr! Aber jetzt, oder? Jetzt reicht's. War's das jetzt? Das war's. Alter Verwalter. Und hier ist der nächste Hebel. Ich hätte den gern. Ah, da ist die Hütte. Jawohl. Luna-Thunfisch, Geld, Feldration. Nice. Nehmen wir alles mit. Vielleicht sollten wir was essen. Hier haben wir noch Bären. Wir haben die Hütte befreit, glaube ich. Außer der Wolf kommt jetzt noch. Jennys Hütte. Alles mit hier. Seit der Seuche gibt es im Fernsehen nichts Lohnenswertes mehr. Nur noch Nachrichten über Regierungserfolge, veraltete Bildungsprogramme und alter Western. Immer noch Samen. Ein Hochbeet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur für Dekopflanzen ist. Mhm. So, wir dürfen ja alles mitnehmen, ne? Sonnenblumenkerne, wunderbar. Eine alte Schüssel hat sie auch noch hier. Wie so ein kleines Wimmelbildspiel hier. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Bunker hat sie keinen. Die liebe Oma. Besuche Jenny bei ihrer Hütte. Ja. Da ist sie ja. Ach, guck mal. Oh, hallo, Gänseblümchen. Bob und ich wollten dir Danke sagen, dass du den bösen Wolf besiegt hast. Ich hoffe, dass du dir nicht wehgetan hast. Ach, bitte nenn mich nicht. Ach, egal. Gern geschehen. Und ja, es geht mir gut. Sehr schön, wir haben Jenny freigeschaltet. Jetzt, da ich meine kleine Hütte und Werkstatt wieder habe, würde ich gerne mit meinen kleinen Kochexperimenten weitermachen. Viele meiner Freunde in der Stadt haben gewisse Schlafstörungen. Weil ich so eine nette alte Dame bin, will ich natürlich helfen. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen Zutaten für einen Kräutertee. Ich habe von seltsamen Pilzen gehört, die in der alten Mine außerhalb der Stadt wachsen. Könntest du mir ein paar von den Pilzen mitbringen? Ich habe das Gefühl, dass sie gut zu dem Tee passen. Magic Mushrooms, oder? Ja, die Mine ist ein gefährlicher Ort. Es gibt auch die Chance, dass du dort eine freundliche Seele triffst. Okay, wir haben die alte Bachmine freigeschaltet. Yay! Gut, es ist 18.30 Uhr fast. Ich würde sagen, ab nach Hause. Ein sehr lootreicher Tag. Bin sehr zufrieden. Sehr, sehr lootreich. Was ist das hier eigentlich? Ist auch ein Buch, oder? Ja, alles Buch. Moment mal, kurz mal inspizieren. Achso. Welchen haben wir denn heute? Wir haben heute den... Ah, okay, die Brillensymbole, das sind quasi die Besuche. Ich verstehe. Gut. Okay, wir lagern mal wieder ein... Wir haben Wolfsfälle... Das ist cool. Die können wir verkaufen. Wunderbar. Bisschen Kohle bekommen.
Sehr gut. Ja, ich würde sagen, oder? Es ist, ja, ist noch nicht ganz Zeit zum Schlafen. Aber wir können hier unten noch die Baumstämme zerlegen. So, jetzt gehen wir schlafen. Und morgen kriegen wir Besuch. Das wird dann in der nächsten Folge passieren. Ich danke wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung auf dieses Video hier und einen lieben Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.